scegliere, no? Una parte di mondo che ti interessa e poi che cosa cerchi in questa parte di mondo attraverso quali strumenti, quali accorgimenti e dispositivi linguistici. Altre fotografie, video, auszeichnet ist Fotografie immer zur Beziehung zur Hauswelt, also zur draußen liegenden Realität. Dann ist also Fotografie ein Medium, man praktisch mehrere Fotografien, die man von also sozusagen man transportiert an einen Ort, man fotografiert dann von da nach da, also jedenfalls ein Bild eines Ortes oder Bild eines Buchstabes. Das sind zwei Sachen, die die Fotografie eingesetzt. Insofern ist die fotografische Praxis immer für mich diese Art Essay oder diese Art These. Speziell ist bei dem, schon sagte, fotografiere ich normalerweise sozusagen, fotografiere ist immer die Frage, was fotografiere ich nicht. Also ich kann nur noch alles das, was ich sehe, was meine Augen sehen, Stunden latent zur Verfügung, dass ich das fotografieren könnte. Von daher sind die Sachen, die ich dann da sehe, die fotografiere, nur die Dinge, über die ich etwas sagen will. Und vielleicht war sozusagen der Anlass und die Gelegenheit, hier in der Akademie die Museumsbesucher zu fotografieren, nur ein Anlass, also die Aufwertung des Individuums und die Aufwertung des Individuums oder der Gruppen von Individuen zu zeigen in einem Ort, der sozusagen semi-öffentlich ist. Also nicht auf der Straße, also vor dem Dom oder so, sondern schon in einer Art, wo die Personen uns in den Fotos zwar begegnen, in größeren Mengen oder in einer größeren Anzahl als Touristen, aber trotzdem in ihrer Individualität, in ihrem familiären oder freundschaftlichen Zusammenhang gewahrt.